hier in Utah überwacht ihr also auch mich. Könnt ihr gern machen, aber ein Skandal ist das trotzdem. Eins vorweg, ich bin einer von den Guten, hab nichts zu verbergen, daher zeige ich auch ganz offen mein Gesicht. Wahrscheinlich habt ihr es eh schon tausendfach irgendwo abgespeichert. Ja, ich habe einen Computer, Mobiltelefon, bin natürlich bei Facebook, schicke E-Mails auch ins Ausland, Skype sowieso, alles oft und überall. Daher habe ich immer weniger Privatsphäre, ist klar, aber lest ihr wirklich den ganzen Quatsch? Good morning, Totalüberwachung. Vielleicht habt ihr auch mitgelesen, als ich mit einem Freund mal böse Scherze schrieb oder vor Jahren mal einem Kumpel wegen Umzugshilfe mailte, hallo, ich habe einen Anschlag auf dich vor. Aber das ist nochmal gut gegangen. Ihr habt nur gelesen, gespeichert, aber seid ruhig geblieben. Sowas könnte aber auch schief gehen. Sonst bin ich eher ein Normalo, Angst vor Bespitzelung habe ich nicht, ich find's einfach nicht okay. Unter Freunden macht man das nicht. Bei Facebook lese ich überall mit, zum Chatten bin ich meist zu faul. Das schützt mich, Glück gehabt. Eigentlich haben brave Bürger wie ich nichts zu befürchten, sagt Onkel Barack, aber es fühlt sich einfach nicht gut an, mir ist mulmig. Ich zieh doch zu Hause auch die Vorhänge zu, wenn ich es will, oder spioniert ihr da etwa auch schon? Viel könntet ihr nicht sehen, aber das ist euch ja egal, Stichwort anlasslose Speicherung. Übrigens, mein Innenminister weiß zwar offiziell auch nichts, trotzdem empfiehlt er, wenn ich ein Problem damit habe, kann ich doch alles immer verschlüsseln. Na toll. Frage also, haben Sie da draußen resigniert, vertrauen Sie noch oder verschlüsseln Sie schon? Wir machen den Vorhang jetzt auf. Jörg Brunsmann, WDR-Internet-Experte. Schönen guten Morgen. Es gibt ja diverse Thesen, mit denen wir uns mal zusammen beschäftigen wollen und starten direkt mit der ersten, und zwar dieser hier. Ich habe nichts zu verbergen, wieso sollte mich die Datenüberwachung eigentlich stören? Jörg Brunsmann. Ja, jetzt sind die beliebteste These und auch immer das Totschlagargument. Gehören Sie auch dazu, die sagen, ich habe nichts zu verbergen? Tendenziell schon. Ja, dann würde ich Sie bitten, geben Sie mir mal Ihr E-Mail-Passwort. Ich würde auch gerne reingucken. Ja, ungerne. Ach so, sind Sie doch Datenschützer, oder was? Ja, dann schon, ja. Weil ich glaube, das ist nämlich so, dass die meisten schon Datenschützer sind, nämlich sich selbst und ihre Privatsphäre zu schützen, ist den meisten dann doch schon recht wichtig. Mhm. Und das Problem ist ja auch, man weiß ja gar nicht, was da eigentlich passiert, wer da eigentlich reinguckt in meine Daten, was macht der Geheimdienst alles, worauf hat er Zugriff? Es ist also nicht so nach dem Motto, ich öffne mich, ich habe nichts zu verbergen, sondern es steht ständig jemand hinter mir und schaut mir über die Schulter. Das ist ja noch eine ganz andere Dimension. Der arme Kerl, der schon nicht mitlesen muss. Ja, da gab es ja auch schon dann satirische Anmerkungen. Diejenigen, die dauernd was posten und keiner liest, die freuen sich, dass endlich mal einer wenigstens reinkommt. Endlich Mitleser. Aber Überwachung wird es doch letztlich eigentlich immer geben, oder? Wir kommen da nicht mehr runter. Dafür ist ja auch technisch zu einfach. Ich meine, warum wird vom NSA, vom US-Geheimdienst alles gescannt? Weil sie es können. Wir müssen einfach sehen, wir haben US-dominiertes Internet. Die meisten großen Firmen, Facebook, Google, Apple etc. sind eben US-Firmen. Und es gibt auch die gesetzliche Vereinbarung, den Patriot Act heißt das in den USA, dass eben diese Firmen dann auch Zugriff geben müssen den Behörden auf ihre Daten. Da werden wir nicht mehr rauskommen aus der Geschichte. Die zweite These lautet wie folgt. Die Daten werden nur gesammelt, um Straftaten wie Terrorismus zu bekämpfen. Das ist doch mal eigentlich ein guter Ansatz, Terrorismus zu bekämpfen. Ich muss ja mal an einen Witz denken. Weiß nicht, ob Sie den kennen. Mann läuft im Wald, immer im Kreis, alle paar Meter bleibt er stehen und stampft auf den Boden. Kommt ein Arzt vorbei und sagt, was machen Sie denn da? Ja, ich vertreibe die blauen Elefanten. Hier sind doch gar keine blauen Elefanten. Sehen Sie, sagt der Mann, es wirkt schon. Das ist genau das Problem. Wir machen Dinge, von denen wir gar nicht wissen, funktioniert das? Wir sagen, wir müssen Daten sammeln, damit die Terroristen eben keine Chance haben, damit sie nicht ungehindert untereinander kommunizieren können. Warum hat es dann den Anschlag, die Anschläge in Boston gegeben zum Beispiel? Es wurde überwacht, das haben wir zu dem Zeitpunkt schon gehabt, und trotzdem hat es dort Anschläge gegeben. Also vielleicht funktioniert das gar nicht. Ja, aber es gibt ja de facto Terroristen. Und vielleicht wird der eine oder andere dennoch, ich meine, es gibt ja schon Leute, die verhaftet worden sind, mithilfe der Daten aus Amerika. Aber so konkret ist es gar nicht. Wenn Sie wirklich mal nachfragen, der Innenminister hat da ja nur sehr wolkig davon gesprochen. Er hat gesagt, einmal ja 5 Anschläge, die in Deutschland verhindert worden sind. Ja, welche denn? Ja, könnte er jetzt auch nicht so genau sagen. Jetzt hieß es gestern dann 7 Anschläge. Also so richtig konkret kann man es offenbar nicht sagen. Das ist das Problem. Und man weiß ja auch gar nicht, ob die Terroristen, ich gehe mal davon aus, dass sie so blöd dann doch nicht sind, nicht vielleicht auch mittlerweile ganz anders miteinander kommunizieren. Wer sagt denn, dass die keine Briefe untereinander schreiben? Oder es gibt Bereiche im Internet, die können sie nicht überwachen. Das sogenannte Darknet, weil dort alles verschlüsselt übertragen wird. Da kommen sie so ohne weiteres mit diesen Überwachungsmethoden nicht rein. Das heißt, Vorratsdatenspeicherung ist süß gedacht, aber letztlich bringt nichts. Es ist eine Übertreibung in meinen Augen, denn es gibt andere Methoden. Es gab ja auch den Vorschlag von der Bundesjustizministerin, Quick Freeze hat sie das genannt. Das heißt, im Moment, wo man Verdacht hat, alles schnell
schnell einzufrieren. Aber warum muss denn wirklich jeder Bürger erstmal unter Generalverdacht gestellt werden? Warum soll jeder alle Daten von sich preisgeben und alles gespeichert werden? Jörg Brunsmann, dritte These, die lautet: Wer viel im Netz unterwegs ist und soziale Netzwerke nutzt, der ist eigentlich selber schuld. Ja, und wer Auto fährt, ist schuld, wenn er einen Unfall baut. Nein, wir fahren ja nicht Auto, um einen Unfall zu bauen. Das ist ja genau die falsche These. Wir fahren Auto, um von A nach B zu kommen. Und dass es dabei Unfälle gibt, das ist schlimm, es passiert. Aber wir versuchen es natürlich auch zu vermeiden. Genauso wie viele Nutzer in sozialen Netzwerken eben auch versuchen zu vermeiden, dass andere dort Einblick haben oder zumindest das versuchen einzuschränken. Es gibt eine Studie Ende vergangenen Jahres. 90% der Jugendlichen, die im Internet unterwegs sind, zum Beispiel bei Facebook, nutzen dort auch die Privatsphäre-Einstellung. Das heißt, sie sagen ganz bewusst, also ich will nicht, dass dort jemand reinkommt. So gut wie möglich schützen sozusagen. Genau. Ja. Man weiß, es geht nicht wirklich, weil eben Facebook selber als der große Datensammler, als die Firma im Hintergrund Zugriff auf alles hat. Aber das, was ich an Möglichkeiten habe, wird dann in der Regel doch ganz dankbar angenommen. Weil es ist natürlich auch letztlich Freiheit, die ich da habe. Und wir haben ja im Moment so eine etwas, ich finde, merkwürdige Diskussion, dass wir Freiheit gegen Sicherheit aufwiegen. Wir haben dieses Wort von dem Supergrundrecht Sicherheit, das steht über allem. Und dafür müssen wir dann halt ein bisschen Freiheit abgeben. Wenn wir das konsequenterweise machen, dann müssen wir die Nationalhymne umdichten. Nicht mehr Einigkeit und Recht und Freiheit, sondern Einigkeit und Recht und Sicherheit. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Jörg Brunsmann, WDR-Internet-Experte, nicht nur mit Witzen, sondern auch fundiertem Wissen. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Bei uns im ARD Morgenmagazin.